Ich bin richtig hart von Dorf und aus Bayern. Man hört es, ich weiß, ich kann es nicht verstecken. Aber Leute außerhalb von Bayern denken immer, wir sind so irgendwelche Aliens, die so ganz anders leben als alle anderen. Und das stimmt überhaupt nicht so. Unser Tag schaut genauso aus wie der von allen anderen Leuten in Deutschland. Ah, wir stehen auf und wir machen unser Gebet vor dem Foto von Horst Seehofer. Das stimmt nicht. Nee, es ist Markus Söder mittlerweile. Wir haben so Wendefotos jetzt. Und ich weiß, dass auf dem Bayern Aufwachsende schon irgendwie weird und auf dem Dorf Aufwachsende ist nochmal komischer. Und in dem Dorf, wo ich her bin, wohnen 300 Leute. Also es ist wirklich klein. 299, bin weggezogen. Aber der Ort heißt Haunersdorf. Und Haunersdorf gibt es in dem Landkreis, wo ich her bin, zweimal. Das ist nicht sonderlich schlau, aber es ist ein Niederbayern. Und deshalb muss man bei unserem Haunersdorf den Markt, nicht die Stadt, Ober, den Markt dazu sagen, wo wir dazugehören, damit man weiß, welches Haunersdorf gemeint ist. Ich bin also aus Haunersdorf bei Simbach. Jetzt denkt sich eine Person im Publikum, ah, Simbach habe ich schon mal gehört. Simbach gibt es zweimal. Es gibt einmal die Stadt Simbach am Inn und dann gibt es das kleine Pups Simbach, wo ich her bin. Man muss also bei meinem Simbach die Stadt dazu sagen, wo wir dazugehören, damit man weiß, welches Simbach gemeint ist. Ich bin also aus Simbach bei Landau, offiziell. Denken sich 3,5 Personen im Publikum, ah, Landau. Landau gibt es zweimal. Einmal die Großstadt Landau in der Pfalz und einmal das kleine Pups Landau, aus dem ich bin. Man muss also bei unserem Landau offiziell den Fluss dazu sagen, damit man weiß, aus welchem Landau ich bin. Offiziell bin ich also aus Haunersdorf bei Simbach, bei Landau, an der Isar und muss trotzdem immer sagen, eine Stunde von München. Da bin ich hier. Danke, Mama, für den Applaus. Und jetzt bin ich da nicht nur so reingeboren worden, ich bin da als Reichel reingeboren worden. Das sagt euch gar nichts und das ist völlig in Ordnung. Bei uns daheim ist meine Familie sehr berühmt. Das ist nicht schwierig, wir sind 3 Familien im Dorf. Aber meine Familie ist sehr berühmt und das hat diverse Gründe. Zum Beispiel war mein Opa der Kirchenorganist und der Chorleiter. Okay? Das ist auf dem Dorf die größte Prominenz, die es gibt. Mein Opa war der einzige Typ im ganzen Dorf, der mit dem Pfarrer per Du war. Das ist das Level an Famous, das der Typ gehabt hat. Und meine Oma ist Vorsitzende vom Seniorinnenclub und damit das Epizentrum von unserem Dorf. Alle Informationen in Haunersdorf gehen durch meine Oma, immer. Und ich finde es irre, wie die das machen im Seniorinnenclub. Weil alle reden immer von Netzwerken, dass wir Netzwerke brauchen. Wir haben kein Netzwerk. Ein Netz hat Löcher, Friends. Okay? Wir haben eine Informationsplane. Alle wissen alles sofort, keine Zeitverzögerung. Und die machen das ohne WhatsApp. Meine Oma hat kein WLAN. Meine Oma hat kein Facebook. Meine Oma weiß nicht, was ein Internet ist. Die haben nur ein Telefon und manchmal hat das Akku. Es ist komplett und trotzdem, es ist irre. Ich stehe in der Küche von meiner Mama und erzähle ihr was, was mir passiert ist. Und im gleichen Moment ruft meine Oma ihre Nachbarin an, erzählt ihr exakt das Gleiche und sie ist schneller als ich. Es ist der Wahnsinn, wie die das machen.